Hallo, da sind wir wieder mit der Division und wir machen coole Sachen. Wir probieren die Mission, die wir letztes Mal nicht gepackt haben. Und zwar hier. Lauf mal hin oder mach mal Schnellreise. Wir machen Schnellrollen. Schnellrollen. Da lang, falsche Richtung, Philly. Hey, ich hab aber hier was markiert. Wir brauchen doch okay. Sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Muss ich mich jetzt an der Blödgedur mit beteiligen, oder? Du kannst natürlich auch den seriösen Part übernehmen als Blutesel. Ja, falls dir aufgefallen ist, in der letzten Folge habe ich nicht viel gesprochen. Und wenn, war es eh Quatsch. So viel zu seriös. Sag's nur. So. Ey! Reißt euch am Riemen. Junge! Siehst du mit meinem Hühnerknubbel? Was? Hühnerknubbel? Hühnerknubbel! Es wird sich benommen bei der Division vom Tom Clancy. Ja, das ist. Sind das eine. Was ist mit ihm? Ich glaube, der muss gleich tierisch kacken. Alter. Der muss gleich den Schnee hier verfärben. Los, weiter jetzt. Ja, weiter jetzt. Boots and Yards. What's up? What's up? Ihr könnt mal einen Waffenkampf stören. Habt ihr, ich hab das mal angenommen jetzt. Was? Im Einsatz teleportieren? Nee, ist egal. Wollen wir mal auf. Ja, wollen wir nicht wahr? Schwer was? Probieren. Okay. Nee, wir machen das erstmal so. Wir sind letztes Mal auf normal schon gnadenlos gescheitert und da willst du jetzt noch schwer machen oder was? Ich hab das gestern eine Stunde später mit meinem anderen Charakter Alene gemacht und der war ein Level höher. Also, keine Ahnung. Ja, gut, aber Alene ist ja prinzipiell erstmal ein bisschen leichter, ne? Mhm. So, habt ihr irgendwas zum Entry-Fraggen? Ja. Ich hab eine Nate. 3, 2, 1. Los. Ja, das war ich. Der gute Entry Frag mit der Heilgranate. Ah, ich leg mich dann nicht an. Hier macht man den Assist. Aber ich denke mal, es geht schon wirklich lange nach Boden. Also normal. Sterblich. Ja. Okay. Kinsen kommen nicht, aber ich hab noch keinen Sniper. Ich meine, schleunigst mal ins Zulegen, weil die Dinger machen echt einen Unterschied. Boah! Wird mal so eine. Ne, ich hab selber so eine Heilgranate. Kannst du dich einfach mit V heilen, oder ne? Ne, ist mir zu. V regeneriert sich dann, ne? Also Leute, wenn ihr zuguckt, immer zuerst mit den Skills heilen, bevor ihr dann die physischen Gegenstände benutzt. Da hab ich so für mich festgestellt, das macht mehr Sinn. Oh Gott, ich hab übelst gruseligen Aim gerade. Okay, das ging. So, jetzt geht's nämlich los, jetzt kommen nämlich die Lilanen. Genau. Rat nochmal durch. Sind sie denn? Hier kommt der erste. Wir suchen uns erstmal hier einen gescheiten Taktiker oder ich mir. In Deckung meine ich. Ich hab auch irgendwie. Wir machen den links zuerst, der gerade die Granate wirft. Aber wollen wir denn lieber den rechten, der ist schon fast tot? Achso, ja, gut. Den rechten müsst ihr euch, den rechten mehr, ich nehme den linken. Ja, machen wir den mit. Immer die, die am nächsten dran sind und die am wenigsten Schild haben. Links sind zwei. Boah, fuck. Warum tun die denn so Aura machen? Oh, fucking dran. Einer ist oben. Nate! Oh Gott. Nee, also drei sind oben. Boah, ich bin schon down, was? Hö, dein Name. Wow, ich brenne! Ich leg mich hier in die Müllsäcke rein, wie so ein Penner in New York. Guck mal. Lebe, Philly, lebe! Ja!
So, weiter geht's. Oben auf dem Balkonien ist einer. Granatendude. Und unten kommt auch ein Granatendude gelaufen. Ja, der wirft auch schon mal eine. Ja. Ich muss meine Armor machen. Ich bin. Ist gut, Mäuse. Ja, ich weiß, danke. Boah. Ist das jetzt sein? Hier unten läuft einer. Alter. Du hast aber auch einen echt grauenvollen Aim gerade, Rudi. Was hab ich? Grauenvollen Aim, sag ich. Du hast ja gnadenlos über den drüber geschossen die ganze Zeit. Ja, hab ich. Ja. Ohne gecheckt, ich hatte gerade nebenbei mit was anderem zu tun. Achso, du hast ja deine Pläne auf dem Schoß, ne? Ja. Lass die mal zocken. Vielleicht wird's besser. Vielleicht wird's besser, ja. Mit der inneren Hand die Hände zu halten, die Augen zu halten. Warum? Info. P18? Wenn ich das nur mache, kommt's Jugendamt. Ja, ja. Jeden Tag, Doktor. Ausnahme. Viel Glück, Agent. Nee, die habe ich so rumgedreht. Pass auf, übrigens, Shit. Bevor weitergeht, hier sind Fallen. Wie Fallen? Na, hier rechts, so mit Sensor. Seht ihr das? Holy shit. Dort oben glaube ich auch. Nee, das ist bloß die Leuchte. Und wie hast du die jetzt entdeckt? Die piepen und das ist so ein Bewegungssensor. Der wird dann immer hier, könnt ihr mal rechts gucken zum Beispiel. Kannst du mal an. Ah ja. Achso, da. Hm. Alles klar. Du hättest ja auch anpingen können. Geh mal fix rechts in den Raum hier rein, gucken, ob hier was ist. Nee. Oh, oh nein, hier war so ein Ding. Oh, gut. Fuck. Du brennst. Ja. Jetzt lähmen weiter. Ah! Oh Mann. Die sind hier sind bestimmt noch mehr solche Dinger. Nein, die ist alles voll. Naja. Gerade schön die Arschwache abgefackelt. Komm, Georg, vor. Oh, ja, warum gehst du auch da drüben lang? Wir können ja geschlossen auch hier durchgehen einfach. Warte mal. Oh, da wird gequiekt. So. Angeschimpft hat sie mich. Achtung. Ah. Probier, nimm mich anschimpfen. Wir können auch hier lang gehen einfach. Da sind bestimmt keine Fallen. Nö, hier sind keine. Also sind Gegner auf jeden Fall. Rechts? Rechts falle ich. Oh ja, okay. Ja. Geht weiter. Ich hab noch irgendwo eine piepen hier. Gegner? Ja. Granate? Generell Granate. Und Granate, los. Ja, Feuer! Die haben wieder Fässer bei sich, der kann. Ja, das macht es wesentlich einfacher. Sehr gut. Broman war gestern. Achtung, ich hub's wieder. Achtung, hier, rechts. Ja. Broman war gestern, wo ich nach ins Bett gegangen, habe ich nach Stream geguckt, da war schon auf Level 29. Cool. Also es sind schon die ersten fertig. Oder zumindest Level 30. Ist Level 30 Cap oder was? Wie Level gibt's denn? Vorerst schon, ne? Links ist Gegner. Na, warte, dann nehme ich. Treff keinen Hack. Jetzt. Das war. Links? Oh, der eine brennt. Der brennt, ja. Vorrücken, Team, vorrücken! Linke Flanke, rechte Flanke und die Mitte. Sehr gute taktische Anweisungen auf jeden Fall. Ja, das gut, ist, wenn man nicht schlafen will, ne? Gibt's hier was? Gibt's eine Kistel? Da ist eine Kistel, stimmt. Tracking Schoner. Very nice. Ja, ich mir gewünscht zu Weihnachten. Kannst du jetzt bitte auch mal weggehen? Jagdholster. Warte mal, kann ich doch bestimmt direkt anlegen. Das sah doch wesentlich besser aus als das, was ich habe. Jo, definitiv.
Okay. Können wir weitermachen. Oh, ich check's echt nicht. Gut so. Hallo, danke für deine Freundlichkeit. Gut so. Das nächste Mal piept, renne ich auch einfach weiter. Wir können dich ja auch vom Loot-Esel zum Minensucher befördern, wenn du willst. Naja, heute bin ich Minensucher. Vom Bordstein zur Skyline. Wer sucht, der findet. Wer drauf tritt, verschwindet. Los geht's. Ja. Vom Bordstein zur Skyline. Doch, ich will einen ersten Schuss machen. Namen 3, 2, 1. Sterb! Sterb! Mein Narren. Gut so. Das war ja lächerlich. Mal runter hier von meinem hohen Ross. Hört ihr das? Ja, sind aber Zivilisten, so wie es aussieht. Ja, die ist Zivilist. Bist du Zivilist? Ja. Der Division wird zu nach mir eingehauen. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Überall Rucksäcke. Ja, Rucksäcke, ne? Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen wir nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstören. Oh, yippie, ich habe Müsli-Riegel. Wir müssen sie aufhalten. Konnte ich denn das benutzen, gleich nochmal? Was genau machen wir jetzt hier? So müsst ihr jetzt hier weitergehen. Ach ja, ich kann mal auffüllen, Jungs. Na eben. Hier wird's da bestimmt gleich irgendwo mörderisch klatschen, oder? Da unten stehen sie doch alle. Ja? Ja. Ein Haufen Leute. Ich posiere mich mal hier neben der Gasflasche. Boah, ey, fuck, ich bin hier drüber gehobt. Oh, scheiße. Nein! Das ist, wenn man... Oh, das sind echt viele. Viele sind nicht genug. Da fehlt ein Geschütz übrigens. Ah, das hab ich hab auch ein Geschütz gestellt. Aber ein Gegner mit dem Schiff. Was? Gegnerisch ist das wo? Ganz hinten rechts. Okay. Mit dem Geschütz zeige ich über den Geschütz. Gut. Kann man eigentlich vorrücken, würde ich denken. Da hinten ist noch einer. Loot! Eine Weste. Warte, ich will hin. Haha! Oh, auf Leute noch. Wow! Alter, können wir den Linksfix filmen bitte? Umgefrackt. Den mache ich mit meiner Büsche weg. Ha! Okay. Was war das gerade für eine krasse Waffe? Granatenpistole, sowas hast du? Harry, was macht denn das für einen Eindruck, wenn wir hier aufnehmen und du meckerst die ganze Zeit? Haftgranate ist das, hier schießt man halt mit. Ach so, das ja, der Skill da. Jetzt brauche ich das eigentlich auch gleich mal. Das, was ich dachte, was ich auf E hab, aber eigentlich meine Heilung war. Genau. Hey. So, hier geht's weiter übrigens, ne? Die Hosen. Hier unten wäre nochmal auffüllen gewesen, aber ne, ist egal. Affirmative. Hä, wieso findet ihr alle so guten Loot? Oh, wissen da unten stehen ein Haufen Leute. Naja, du erzählst mir, Hosen und da, dies, das und jenes. Ich würde auf die vorderen zwei eine Granate werfen. Nee, warte mal. Wartet, ich gehe weiter, links. Warte mal, Rudi, du schießt auf das rechte Fass vor dem. Erklär ich mir das. Vor dem grünen Container steht doch so ein Typ. Zwei jetzt, da ist ein Fass davor. Schieß mal jetzt drauf. Jetzt. Ja. Die vorne sind orientierungslos hier. Ja, ich auch. Wow, Waffe wechseln. Das war zum Beispiel ziemlich cool, alles jetzt gerade. War ganz gut, ne? So, einer links brennt.
Okay, das haben wir geklärt, würde ich denken. Aber es ist völlig aus dem Bild geschossen. Ich glaube, da kommen hinten noch welche dann. Na, ja, erstmal runter, hinten, geht doch vor. Aber ich habe hier wieder ein modisches Kleidungsaccessoire. Ja, ich habe auch. Echt? Ja. Oh, hier zufällig? Na? Was hattet ihr hier? Einen modernen Parker. Echt jetzt? Ich krieg ey, wieder nichts. Au! Alter. Dankeschön, du hast mich jetzt. Wie konnte ich jetzt Müsli-Riegel fressen? Boah. Was war denn das gerade? Ah, hier ist ja einer. Keine Ahnung. Also ich will Achtung, hinter dir! Okay, Agent. Hey, wo denn? Na, der hat da Tobi schon längst erledigt. Wie kann ich einen Müsli-Riegel essen? Deswegen wusste ich auch mal, wie das geht. Drück mal H, nee, drück mal G. Nee, G kann das sein. Nee, mit V kannst du es machen. Genau, wenn du V gedrückt hältst. Die anderen können erste Hilfe leisten. Sicher? Sie wissen, wie man ja. Eine Vene nee, V stimmt. V gedrückt halten und dann auswählen. Ach so? Ohne die Proben zu kontaminieren. Tatsächlich, bin ich verblüfft. Boah, Explosivgeschosse gibt's ja was? Oder sich zu infizieren. Geil. Ja. Ich habe jetzt ein Explosivgeschoss, glaube ich, in der Flinte. Ich weiß es nicht ganz genau. Danke, Doktor. Also los, Agent. Und regeneriert sich das jetzt mit dem Müsli-Riegel hier oder ganz langsam oder wie ist das? Der Müsli-Riegel entfernt Statuseffekte. Oh. Das hat nichts mit dem Leben zu tun an sich. Hier geht's lang. Ah, hier gab's noch irgendwelche Sachen, Moment. Alter, das wäre doch. Hinten, Rucksack. Na, no, das will ich noch fix mitnehmen hier. Hä? Sag mal! Hä? Da oben. Unten drunter oder was? Oh, dankeschön! Phil, jetzt stehe ich wieder in der Reihe. Ich war halt zuerst um. Schön wieder vorgedrängelt. Ich hab mich übrigens vorgedrängelt. Das ist ein Saugriffel. Lattenschoner. Was? Lattenschoner? Der gute Lattenschoner. Natürlich. Okay. Mausi, ist gut. Gegners? Ja, kümmert euch mal drum. Gott. Will ich mal gucken mit dem Explosivgeschoss. Check das mal. Hast du kalte Füße? Wir müssen einen besseren Entry machen. Wartet mal, ich muss mal entnehmen. Ihr könnt von der Volt schon mal. Ich brauch mal 2 Sekunden. Wo ich diesen Container runterholen kann? Nee, oder? Bezweifle ich. Ach, macht nie Kinder, Leute. Machen wir halt ein paar Jumping Jacks dabei, ne? Hey! Und hey! Ach, siehst du, ich wollte mal gucken, was ich chill hier ein bisschen an der Trommel. Doch jetzt neues Zeug gekriegt. Gut. Moderne Mütze. Die ist ja richtig modern. Baseball Cap sieht auch blöd aus. Den Bommelbeanie hat ein Bommel. Bommelbeanie sieht Weltklasse aus. Lass den. So, so viel zum Jugendschutz. Immer die Bommelbeanies. Leute machen alle Bommelbeanies. Nee, ich jetzt nicht. Die zielen schon auf uns hier, die Dudes. Einfach mal wahllos reinschießen, alles klar. Ja, ich mach den nach hinten erstmal, der hat dann mir so. Tari! links steht ein Geschützturm jetzt. Geschütz? Ein Geschützturm, ja. Aua! Ah! Nein! Das war ein Notfallplan. Irgendwie wollte ich sneaken. Nein! Gegner! Ich zieh mich mal zurück, Achtung, Granate! Was schießt denn der da drin? Wir müssen uns mal irgendwie das Feuer fokussieren hier. Ja, ja. Aber es ist gerade ziemlich kacke. Am besten noch macht man das ganze rote Gelumpe weg. Alter, ich krieg hier nur aufs Maul. Nein. Soll ich zufällig hier mit Dings einstecken? Nee, Gorki nur auf dem einstecken. Hier kommt einer gesprintet wie ein Blöder. Lila. Mal weg. Na da. Danach der Gelbe direkt zur Nähe. Süß gemeckert. Guck mal, was es für Socken anhat. Ich weiß nicht, wo der hinschießt. Guck mal, was der Papa. Sag mal was. Sag mal was. Oh, ich muss mal schnell helfen, Kari. Oh nein. Wir machen eine Aufnahme und die sterben hier alle. Ah, Granate. Ah. Fuck. Ah, das war's. Hat's uns jetzt alle zerrissen? Nee, ich leb noch. Nee, ich bin tot. Also ich. Scheiße. Können wir eigentlich aufgeben, oder? Können wir uns jetzt noch gegenseitig heilen? Nee, normalerweise stehst du dann irgendwie da irgendwann wieder. Nee, auf, machst ne? Du, ne? Normalerweise stirbst du dann nach das. Es ist halt, ich konnte jetzt nicht wirken, es tut mir leid. Ich krabbel weg.
Nein! Wiederbelebt? Hier steht doch wiederbelebt. Ist das nicht falsch geschrieben? Wird das nicht mit E geschrieben? W-I-E? Ich gebe jetzt auf. Ich bin jetzt mal ein bisschen weit weggekrabbelt und einfach gestorben. Damn. Ja, völlig planlos vorgegangen jetzt. War nur so gut. Naja, wie gesagt, ich konnte ohne Woken, es tut mir leid. So, jetzt, ich gehe weit hinten hin. Ich schnappe jetzt nämlich einen Sniper. Ich glaube, hier oben, wie war denn das hier oben? Hier oben war es so lange cool, bis da einer hochgekrabbelt kam. Mit dem Flammenwerfer. So, ich habe mir jetzt einen Sniper geschnappt. Ich gehe hoch jetzt mit dem Sniper. So, und dann wirft einer links links hin und einer rechts, also hier Geschützturm. Ich hab keinen Geschützturm, aber ich hab einen. Man hat stell meinen mal. Oh, das ist wieder, wenn du nicht richtig Tasten drücken kannst. Guck mal, in der Mitte sind jetzt rechts, da könnte man eine Granate hinwerfen. In der Mitte sind drei, da könnte man Granaten hinwerfen. Jetzt nicht mehr. Bezieh-Position. Oh. Kriegst du es geschissen? Sag mal. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich will mich in die Deckung begeben und drück aus Versehen Steuerung. Gut, so. Bis jetzt soweit, ja? So, wo hauen wir jetzt die Geschütztürme hin? Ich hau meinen hier genau ins Feld, in die Mitte einfach rein. Okay, und ich versuche meinen aufs LKW-Dach zu schmeißen. Ja, bist du soweit dann? Ja, also ich werfe ihn jetzt gleich. Okay, Achtung, und los. Auf drei werfen und los. Doch, meiner steht auf dem LKW-Dach. Ja. Nein, werfen wir genau auf den Fall. Was ist ich? Wir werfen einfach. Rudi, guckst du rechts? Und dann die Pionierenden. Außer jemand kommt da, dann machen wir den zuerst. Ich will jetzt rechts ein bisschen abdecken. Ja. Du guckst immer auf dem Radar, wenn das zufällig jemand hinter euch ist, hat vor uns das Problem. Ja. Sieht erstmal ganz gut aus soweit, wenn sie in die gesprintet kommen jetzt. Einer krabbelt hoch hier. Okay, rechte Seite, alles auf rechts. Ich wollte eigentlich mitteilen, als er sich geheilt. Ohne Stand gegen. Haha, der brennt. Ey, den Geschützturm müssen wir mal rechts weg machen, halb rechts. Wie soll ich denn? Achso, ah, warte. Verdammt. Geschützturm ist down. Ganz rechts steht der Boss wahrscheinlich. Hier kommt ein neuer Geschützturm in der Mitte. Bitte wegmachen. Ja, rechts steht ein gelber. Den roten, genau. Rudi, du guckst mal rechts auf den gelben. Ich bin aber auf der linken Seite. Ja, ich hab aber gesagt, wir machen links weiter. Schutzturm ist down. Mach mal den niederen weg. Ich hab freie Schussbahn auf dem gelben, ja. Down. Links ist noch einer. Schutzturm ist noch hier. Schützturm ist down, der Typ ist nach oben gekrabbelt in den Container rein. Ich den kriege mit der Haftgranate. Für uns so ein Schweinhalle flankieren. Ja, anscheinend, ne? Ich schieße auf seine hässlichen Füße, jetzt ist er down. Jetzt kommt eine neue Welle, geht wieder zurück. Wir lassen ihn wieder zu uns kommen, das war gerade in Ordnung so. Oder? Kommen die noch vor? Ja, einer kommt vor und einer schießt noch. Ja, dann drücke ich mit Tobi mal ein Stück vor. Ja. Du kannst auch mit vorkommen, das ist ein ganzes Stück hier. Hat er noch einen? Da sind jetzt aber auf jeden Fall noch ein paar mehr. Oh, wieder Lina dabei. Ich beziehe wieder ohne Stand. Ich platziere einen Geschützturm rechts. Na gut, da hau ich ihn links hin. Links aufs Dach. Das ist game. Hoffentlich trifft da was. Auf Granate. Granate. Schutzturm ist down. Hab ich noch andere Granaten dabei? Laut Splittergranaten. Was ist das? Und, man kann ja mal was innewerfen. Da ist jetzt ein Geschütz. Die sind halt Gambi auf die Granate. Wieder ist aus der Deckung raus, jawohl. Yes. Wir sind das Drogenteam. Lieutenant, gut. Hören Sie, ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender.
Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe. So, jetzt kommen wir erstmal hin, jetzt müssen wir hier irgendeinen Kack suchen, glaube ich. Boilerlarm, oder? Nennt man das so? Entschuldigung, Doktor. Und hier drüben standen noch, wo ist der Hochzeit, ja? Ein Brandgeschoss. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Die wirklich funktionieren? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. So. Lieutenant, wie sehe ich das denn, was ich für ein Geschoss gerade dran habe? Wir müssen hier hoch dann, ne? Ja, Mann. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Boah, sind hier viele Gegner. Erstmal runtergehen, oder? Was denn, soll ich gleich hier oben? Nee, du hast ja oben absolut keine Deckung, das würde ich nicht machen. Die sind schon alarmiert hier. Ja, die haben mich gesehen. Okay, los. Ich sprinte nach rechts. Du kannst rechts hochgehen, hast du? Ja, mach ich. Eine ganz gute Deckung. Tobi rechts? Ja. Wo schießt denn du eigentlich hin? Na, dort rechts ist doch einer. Ja, bei mir sieht das aus, als würdest du vor hier schießen. Guck mal zu mir. Ja. Nee, so habe ich aber nie geschossen. Ja, sicher nicht. Ah, oh, der Typ versteckt sich. Wir hatten ihn, Leute, ihn verstecken. Dann macht ihr denn mal platt? Ich lad dann auch eine Weile nach. Die Landwaffe brauche ich auf jeden Fall einen Sniper. Oh Gott, da kommen ganz schön viele Leute. Wo denn? Ach, hinten, da links. Du musst aufpassen, jetzt in der Mitte ist der Martinez, der Boss. Ich stelle auch wieder so ein dämliches Geschütz hin, dass da vielleicht mal ab und zu mal draufballern. Das macht ziemlich Schaden. Nehmt ihr unten die? Was sagst du so? Hier unten stehen irgendwie 4-5 Leute. Naja, die sind so nah dran, da kann ich kaum wirken. Tobi, pass auf. Ja, links. Ja, für ein komisches Symbol. Ah, fuck, ich bin tot. Marty, hab Tobi, ich. Komm mal rüber. Fuck, nee, komm nicht rüber, komm nicht rüber. Alter, was mach ich denn? Das sind ja Haufen Leute. Rudi, komm, du machst nichts runter, da hast noch keine Zeit mehr. Selber eilig. Bin ich tot. Komm. Wo liegt er denn? Hier hinten liegt er. Du erst in die Deckung? Nee, drück gleich F. Hat er. Okay, geh wieder hoch. Die sind abgelenkt hier. Also Hilfe. Quasi. Granate. Links. Alter. Mein Kumpel ist Riesen. Also los, alle gehen rein. Hat er nämlich mir jetzt Marty Dingsbums geschnappt. Einmal frei! Da hinten kommen noch mehr! Oh Gott! Achtung! Geschütz habe ich platziert! Aber musst du doch nur uns Achtung sagen. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich fand, das war jetzt so ganz passend. Von rechts kommen Haufen sehe ich Schweine und... Und? Hab ich schon eine Platz gemacht. Haftcreme an die Haftgranate. Ich hab 0 Granates mehr. Oh, pass auf, der macht den gleich mit weg, oder? Nee, doch nicht. Ey, wo ist denn der hingeflogen? Lol, ist der bei euch auch so weit unten? Oh Gott. Ich hab nichts gesehen gerade, ich war zu weit auf der linken Seite. Ach, der ist ja runtergeflogen, der Trottel. Bist du ein Trottel? Hui! Hier ist irgendwo noch ein Gegner übrigens. Ne, wird mir angezeigt jedenfalls. Ah, der ist runtergefallen, das ist der. Den hab ich mit der anderen Granate runtergehoben irgendwie. Okay. Oh, dreimal grüner Loot. Ja, vom Boss halt, ne? Ja, normal. Also auf Schwert droppen die halt dreimal blau, das ist schon relativ cool. Wir müssen ja noch den Typen killen irgendwie, ne? Müssen wir echt. Da rechts ist er. Ist schon tot. Ah, okay. Da haben wir es ja. Oho, okay. Na, das... Wenn man's. Ja, wir haben es schon ganz gut gespielt teilweise. Agent,
Falls Sie den Kran steuern können, außer wo wir halt alle verreckt sind, das war nicht so gut. Ich denke mal, wenn wir das jetzt zum zweiten Mal noch einmal spielen würden, dann wird man da innerhalb von einer Viertelstunde bestimmt durchkommen. Sag dann nur halt Detail. Halbe gebraucht. Hier, gehen wir durch. Hier ist noch Loot. Was steht hier an der Wand? Two ways to make Napalm. Equal parts gasoline and frozen orange juice concentrate. Equal parts gasoline and diet cola. Lol, okay. So, hier müssen wir den Laptop benutzen. Okay. Oh, jetzt schmeißt das Ding bestimmt hier hin und das explodiert übelst, oder? Das explodiert zur Hölle. Ui. Super, ich bin Level 7. Ja, Dito. Also geiles Ding. Wie ich schon sagte, geiles Ding. Beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Ah ja, da können wir schon mal applaudieren. Was ist für eine Knifte gekriegt hab hier? Clap, clap, clap. Ah, nur Bullshit. Soll ich mal gucken, was jetzt Lab ist? Genau. Ah, Lab ist die 2, glaube ich. Dumm 4? Nee, Dumm 4 bei mir. Nee, auf. Ich hab's auf K. Clap, clap. Und hier, guck mal, da fahren sie ja. Hä? Ja, der geht aber dann nach einer Weile, glaube ich, wieder. So. Sehr unrealistisch, dass er nicht komplett ausfällt. Gut, also. Sind wir durch mit der Mission hier, ne? Na? Ich würde sagen, wir checken dann erstmal unseren Loot. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Jo. Bis dahin, haut rein.